Also, da mein erstes Video ja anscheinend nicht gefruchtet hat, muss ich jetzt ein zweites aufnehmen. Hallo YouTube, ich habe euch lange Zeit akzeptiert, toleriert, aber auch mir reicht es irgendwann. Ich habe seit ich letztes Jahr das WW2K 17, das Spiel, ganz rigoros wie jeder andere erworben. Ich habe es bezahlt und trotzdem sperrte so ziemlich jedes Video, was ich hochlade. Da stellt sich mir doch eine Frage, warum? Ich stecke nicht all die Nächte Zeit rein und Geld und alles und Nerven, damit ihr es innerhalb von 2 Sekunden blockieren könnt, dass kein anderer sehen kann außer mir. Ich verstehe euch nicht, echt nicht. Ich habe jetzt die ganze Zeit über Wochen hinweg, seit ich gehört habe, dass ihr eure Richtlinien ändert, habe ich gedacht, okay, keine Schimpfwörter, ist okay. Ich nehme die Spielevideos nur auf, weil ich Werbung dafür für das Spiel nehmen will oder machen will. Und ich habe es mir weder illegal runtergeladen, noch sonst irgendwas gemacht. Ich habe es ganz genau wie jeder andere Mensch im Handel gekauft und habe es bezahlt. Und ich glaube nicht, dass WWE oder 2K irgendwas dagegen hat, wenn man für ihre Videos Werbung macht. Vor allem, es hat nicht jemand anders gespielt, ich habe gespielt, ich habe es Let's Played, ich habe es aufgenommen, ich habe 3 Stunden davon Zeit investiert. Und ich sehe es nicht ein, dass ihr einfach mal mit einem, nur weil es euch nicht werbefreundlich genug ist, es einfach sperrt. Es ist mir scheißegal, was für Richtlinien ihr habt oder was auch immer ihr gedenken müsst, was ihr da eigentlich produzieren oder weitervermarkten werden müsst oder bla bla bla. Ich werde die nächsten Tage 2K anschreiben und werde meine offizielle Erlaubnis dafür holen, dass ich es Let's Playen darf und dass ich es, dass ich Videos dafür machen darf. Ich werde so lange Videos hochladen, wie es mir passt und nicht wie es euch gerade in den Kram passt. Das letzte Mal habe ich mit Minecraft versucht klar zu machen. Habe ich euch einen kleinen Bug vom Stück gegeben, habe ich zumindest gedacht, aber nein. Ich werde so lange Videos machen, wie ihr mich ärgert. Und selbst wenn ihr mich auf YouTube blockiert, werde ich auf anderen Plattformen Videos machen, weil es mich ankotzt. In Deutschland heißt es ja, oder auch hier in Österreich, heißt es ja eigentlich auch freie Meinungsäußerung, aber sobald man seine eigene Meinung sagt, werden die Videos gecancelt, geblockt oder was auch immer. Ohne Begründung vor allen Dingen, das finde ich so lustig. Ihr denkt auch nur, weil ihr eine große Firma seid, weil ihr eine große Plattform ins Internet gestellt habt, könnt ihr jetzt hier um und um schaffen, wie ihr wollt oder was. Solange ich die Möglichkeit habe, Internet zu haben und eine Möglichkeit, Videos aufzunehmen, werde ich das tun. Mir ist es egal, was ihr macht. Ihr könnt meinen YouTube-Kanal sperren, mir egal. Baue ich mir irgendwo anders einen neuen Kanal auf. Ihr werdet mich nicht los, definitiv nicht. Und an diesen Mert oder wie der heißt, so ein Bastard unterstützt ihr? Der schwulen Hasser hoch 15 ist, solche Videos lasst ihr durch. Und noch andere Sachen, was der macht. Das ist nur auf eine Ansage an dich. Lieber Mert oder wie auch immer du heißt, mir ist es scheißegal, ob du Rapper, du könntest Kloputzer sein, mir ist das scheißegal. Sollen wir noch ein Hater-Video von dir irgendwo sehen, wo du so krass über Leute redest, die anders sind, sage ich jetzt mal, mache ich dir das Leben zur Hölle. Das kannst du sicher sein. Das ist keine leere Drohung, das ist eine Ansage. Also überleg dir, was du tust, was du machst oder wie du es rüberbringst. Du kannst gern mit deinen Leuten hier nach Österreich kommen. Ich erwarte dich. Viel Spaß.